hingeht, die immer da ist und immer wieder dabei ist. Und dann war auf diesem grünen Tuch, das ich ausgesucht habe, ein Boot drauf. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Dieses Schiff, das wir eigentlich sind. Und damit war ich dann gleich beim Thema, nämlich warum sind wir als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft eigentlich beim CSD dabei? Warum sind wir als Kirche beim CSD dabei? Also man könnte ja auch fragen, warum ist da je Einzelne beim CSD dabei? Also ich könnte sagen, wenn ich ein schwuler Mann bin und es das schwule Dings ist und mein allererster CSD in New York war 25 Jahre nach Stonewall, nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin, wie lange ich da schon dabei bin, weil es einfach mein Fest ist, weil ich gerne andere Schwule und Lesben und LSBTIQ-Menschen treffe, weil man natürlich immer noch die Hoffnung nicht aufgibt, dass da irgendwann einmal der Schnuckel dabei ist, der auch mich schnuckelig findet. Passiert meistens nicht, weil am Abend vom Sonntag bin ich so miert, dass selbst wenn der Schnuckel da wäre, ich nicht mehr wisst, was ich mit dem eigentlich machen will. Aber egal, vergesst es. Also diese Frage nach mir selber, die ist einfach gestellt. Andere sind beim CSD dabei, weil sie Solidarität zeigen wollen, weil sie mit uns marschieren wollen, weil sie sagen wollen, ja, wir sind mit dabei, weil wir wollen, dass wir in einer offenen, echten, ehrlichen, toleranten Gesellschaft leben, die offen ist für ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Wieder andere, für die ist so ein Pflichttermin, man muss halt noch, weil der Pfarrer sagt, wenn er bitte kommen, doch aber auch alle viel, weil sonst laufen wir wieder bloß zu fünf auf der Parade und überhaupt, jetzt kommst du doch bitte und dann komme ich halt in Gottes Namen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber warum sind wir eigentlich dabei? Ich glaube, diese Frage müssen wir mehrmals beantworten. Ich glaube, die Frage, warum wir als Kirche beim CSD sein müssen, dabei sein sollen und weil ich eigentlich wollte, dass auch alle anderen Kirchen und Gemeinden beim CSD mitlaufen täten, die müssen wir mehrmals beantworten. Und wir müssen sie tatsächlich beantworten nach diesen Lesungen, die wir gerade gehört haben. Die erste Lesung ist tatsächlich der Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Der CSD ist ein Fest. Es ist ein Fest der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit, wie Geschwister unterschiedlich sind. Also, wir haben hier zwei Menschen, die im Kindergarten, sagt man eigentlich nur Kindergarten oder ist das schon nur ein Wort, das ich sage darf, oder ist das politisch unkorrekt? Also, die im Kindergarten arbeiten, ihr wisst, jedes von diesen Kindern ist ein bisschen anders. Da gibt es keine zwei, die exakt gleich sind. Der eine kann das ein bisschen besser, die andere kann das ein bisschen besser, der eine ist ein bisschen lauter, der andere ist ein bisschen in sich gekehrt, oder sie sind größer und kleiner, sind alle unterschiedlich. Und wie schön ist es, wenn all diese Kinder lieblich, freundlich, gut miteinander umgehen können. Und es kommt streichen. Ich weiß, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Was der Psalm uns, also für die in der Kamera, ich werde gerade von den beiden Damen, die im Kindergarten angucken, ganz schräg angucken, so nach dem Motto, sagen wir, von was treibst du eigentlich nachts? Also wann warst du das letzte Mal im Kindergarten? Also von wegen Kinder, die unterschiedlich friedlich miteinander umgehen und alles ruhig und lieb ist und so. Ja, es gibt's schon. Aber es ist nicht etwas, was so ganz normal ist, sondern wo wir dahin müssen. Wo wir immer wieder hin müssen zu diesem Fest des einträchtig beieinander Wohnens. Wir sind ein Teil dieser Geschwister. Wir sind eines dieser Kinder in dieser großen Gruppe derer, die da am Samstag marschieren. 99 Gruppen oder irgend sowas. Doch, genau. Genau. Beinahe 100 Gruppen. Beinahe 100 Geschwister. Und es ist schön, wenn wir alle friedlich miteinander umgehen können. Und 200.000 einzelne Geschwister, die am Rande stehen und zuschauen. Und auch da waren wir in den letzten Jahren mit großem Frieden gesegnet. Es ist nie was passiert groß. Wir haben immer schön und gut miteinander gelebt. Und wir als Christinnen und Christen, als Gemeinde, müssen da sein, weil wir eines dieser Geschwister sind. Wenn wir sagen würden, lass die laufen, die bunte Fegel,
Und die komische, die man nicht so genau kennt, und die Ledertypen, von denen man nicht so ganz genau wissen, was sie eigentlich machen. Und die ganze andere Gruppe, die man auch nicht alle kennt, an mir bleiben lieber weg. Dann würde eben dieser Satz, den der Psalmist singt und von dem ich glaube, dass er ein Traum ist, eben nicht wahr werden. Und viele von den Gemeinden tun's, die zwar sagen, wir sind offen und sind dabei, aber die sich dann nicht sehen lassen, die dann dieses Fest des Beieinanderlebens nicht mitfeiern. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, wenn sie miteinander Fest feiern, wenn sie miteinander da sind. Und der Psalmist, der kann gar nicht groß genug Bilder finden, wie toll das ist. Das ist wie wenn jemand Salböl aufs Haupt gegossen kriegt. Das ist so der absolute Oberluxus im alten Israel. Salböl, siehe, du salbest mein Haupt mit Öl. Hm? Heißt es im 23. Psalm. Und da kriegt er nicht bloß ein bisschen, man hat normalerweise so ein bisschen Haaröl auf die Hand da, und das sind Hornaikrieber, also so wie Brillantine, so ein bisschen, also so eine Handvoll. Ja, der Psalmist sagt, nein, das ist so viel, dass es hinunterläuft in seinen Bart. Ja, dass es hinuntertrieft bis dass es hinunterläuft bis auf den Boden, das ganze Gewand verölt und versaut und immer noch mehr da ist. Ja. Das ist wie Tau, der vom Berg Hermon herunterfließt. Das ist ein großer, ein hoher Berg, so den man von Israel, von Jerusalem aus sieht, wo Wolken runterkommen, und diese Wolken bringen Nebel und eben auch Tau und frisches Wasser ins Land. Ja, das ist wie frischer Tau auf trockenem Land. So ist es, wenn Geschwister beieinander leben. Das ist ein Fest. Und ich glaube, der erste Grund, warum wir beim CSD dabei sein sollen, ist, weil wir miteinander und den Menschen guten Willens Fest feiern sollen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, ich weiß. Aber miteinander Fest feiern ist unglaublich wichtig. Das ist etwas, wo wir immer wieder dazu gerufen sind. Miteinander Brot zu brechen, Getränke zu teilen, miteinander zu feiern, zu singen, zu tanzen, das ist etwas, was wichtig ist, weil es die Menschen zusammenbringt. Ganz unterschiedliche Menschen, so unterschiedlich wie Geschwister, wie Kinder, wie wir unterschiedlich voneinander sind. Und ich glaube, als Gemeinde müssen wir dieses Fest mitbringen und unseren Teil des Geschwisterseins einbringen. So, jetzt ist CSD ja aber mehr als Fest. CSD ist Demonstration. CSD ist Demo. CSD ist auch Forderung. CSD ist Erinnern. CSD ist Dasein. Und deswegen habe ich diese zweite Lesung gefunden. Mannes Sperber, ein Schriftsteller, geboren 1905, gestorben 1984. Ein jüdischer Schriftsteller, der den Holocaust erlebt hat, der nicht nur einmal, sondern mehrmals fliehen musste. Und der übers Erinnern schreibt. Gedenke, erinnere dich, Tischkor. Tischkor ist hebräisch und heißt erinnernd, erinnern. Sich erinnernd, erinnern. Erinnere dich. In drei Sprachen zu schreiben, der klang es mir von frühester Kindheit ins Ohr. Was deinen Ahnen irgendeinmal an Unrecht geschehen ist, vergiss es nie. Das ist relativ einfach. Da können wir uns in der Opferrolle wiederfinden. Und ich glaube, dieser Text, den dürfen wir als LSBTTUQ-Gemeinde auch hören. Ja, natürlich, es ist Schlimmes passiert und wir dürfen dankbar sein, und eben aus dieser Erinnerung heraus müssen wir dankbar sein, dass es heute besser ist. Wir freuen uns auf dieses Fest nächsten Samstag. Ich habe keinerlei Angst, in dieser Parade zu laufen. Ja, ich hatte schon Angst, in so Parade zu laufen, als wir in Bukarest waren. Das erste Mal vor 10 Jahren, Gurgel, war das schlimm. Ja? Ja? Und ich hätte wahrscheinlich Angst, heute in Israel, in Jerusalem, in Istanbul, auf diese Parade zu laufen. Ja? Da hätte ich wahrscheinlich durchaus Angst. Ich hätte wahrscheinlich Angst auch in irgendwelchen kleinen Dörfern, so Richtung Kalf, CSD-Parade anzuführen. Da weiß ich nicht, ob ich so viel Mut hätte. Aber wir dürfen hier
miteinander feiern. Wir dürfen uns erinnern an das, was geschehen ist, aber wir dürfen daraus her auch dankbar sein, dass es uns heute gut geht. Ja? Vergiss nie, was Sie, die Ahnen, anderen Böses angetan haben. Denk daran und an die Gerechtigkeit der Strafe, die Sie erlitten haben. Ich finde es ein spannender Satz, den er da schreibt, weil er eben da auch sagt, also wir haben auch unsere Fehler gemacht. Ja? Vielleicht in unserer Vergangenheit, und auch daran dürfen wir denken. Und dann, finde ich, kommen da ganz Sätze, die einfach schön sind. Wer Ihnen Gutes getan, was Ihnen Gutes zugestoßen ist, behaltet es im Gedächtnis. Wer dir einen Trunk Wasser gereicht hat, einen Becher Wasser, den lösche aus deiner Erinnerung nie aus. Denn er hat gehandelt wie Rebekka, die dem fremden Elisier den labenden Trunk gereicht hat. Und wenn du an eine Stelle kommst, an der du jemand Unrecht getan hast, sollst du das Weh empfinden, an dem du schuldig bist. Erinnern, daran denken, sich klar sein, wer wir sind, woher wir kommen. Ich glaube, das ist Teil des CSDs. Es ist Teil dessen, was wir nächste Woche machen werden, wenn wir über diese Parade laufen. Uns daran erinnern, was geschehen ist, wo wir sind. Wer uns geholfen hat, dahin zu gehen, wo wir sind. Dankbar zu sein für diejenigen, die uns geholfen haben, die auch anderswo sein könnten und trotzdem bei uns sind. All das darf auch CSD sein. Und jetzt wird es spannend, weil ich glaube, hier haben wir als Kirche eine ganz eigene Aufgabe. Ich glaube, als Kirche sind wir diejenigen, die darüber reden, die heute in dieser Predigt darüber reden, die immer wieder darüber reden, die diese Erinnerung wachhalten. Eine Gemeinschaft soll eine Gemeinschaft sein mit einer Erinnerung. In einer Erinnerung, die sie mitbringt an diese Plätze. Ich glaube, wir dürfen als Kirche, die sich Gedanken darüber macht, wer wir sind, wo wir herkommen, Gedanken darüber machen und Dankbarkeit feiern. Nächsten Samstag wird ein Teil der Predigt auch etwas mit Dankbarkeit zu tun haben, weil auf diesem Weg dürfen wir auch Dankbarkeit finden. Wir müssen aber auch, glaube ich, als Gemeinde den Schmerz erinnern, der geschehen ist. Ich glaube, wir müssen an die erinnern, die eben nicht mehr da sind, die nicht mehr mitlaufen können, die gestorben sind an AIDS, weil sie nicht laufen können, weil Polizei und Militärmacht und Staatsmacht es ihnen verbieten. Wir müssen in Solidarität mit denen in Istanbul laufen. Und in Weißrussland und in Ungarn und sonst wo. Wir müssen eben für die anderen auch mitgehen, da sein. Natürlich könnte das andere Gruppe auch machen. Natürlich könnte das auch der CSD-Verein machen oder der Sportverein oder die Rosa Note oder sonst irgendjemand. Aber ich glaube, wir sind gerufen, weil wir einen Traum vom Fest haben. Ein Traum vom Fest, wo es heißt, wie lieblich ist es, wenn Brüder, Schwestern, Geschwister miteinander wohnen. Wenn wir diesen Traum haben, diese Hoffnung haben, diese Verheißung haben, dürfen wir als Gemeinde anders auf diesem CSD laufen. Indem wir es immer wieder uns selber sagen, da ist etwas, was friedlicher, größer noch sein kann als das Fest, das wir jetzt schon feiern. Und ich glaube, dieses Nachdenken, dieses Wissen, dieses Dasein, das ist etwas ganz arg Wichtiges. Weil nur wenn wir nachdenken, erinnern, wissen, andere hereinrufen, können wir wissen, wer wir selber sind. Wer wir als Menschen, als Gemeinschaft selber sind. Wer ist denn diese Familie, die da miteinander wohnt? Miteinander unterwegs ist. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wer wir sind.
Denn nur dann können wir wirklich feiern. Es ist so leicht, irgendwelche Probleme nicht wahrzunehmen. Entweder, weil wir es als Fest feiern wollen und keine Probleme sehen wollen, oder indem wir in die andere Richtung gucken. Das ist so einfach. Wenn ich nicht will, brauche ich keine schwulen Flüchtlinge zu sehen. Ich bin ja keiner. Wenn ich nicht will, brauche ich die Diskriminierung der Schwachen nicht wahrzunehmen. Ich gehöre ja nicht dazu. Ich brauche mich nicht für den Trans-Bereich einzusetzen. Zu denen gehöre ich ja auch nicht. Ich kann die Situation der LSBTTIQ-Gemeinschaft im Osten Europas oder in der Türkei vergessen und darüber hinwegsehen. Ich lebe ja nicht in der Türkei. Ich kann natürlich mich auf eine Stärke zurückziehen und sagen, ja, hier in Stuttgart geht's doch gut. Ja, lass uns Fest feiern, ja, und froh und friedlich miteinander sein, und alle anderen sollen bleiben, wo sie sind. Ich glaube, als Kirche müssen wir etwas mehr tun. Wir müssen hinschauen, wo die Schwachen sind und sie wenigstens in uns mitlaufen lassen. Wir müssen hinschauen, wo die sind, die keinen Ort haben, um mitzulaufen, weil sie sich nicht trauen. Die Transmenschen zum Beispiel, die in unserer eigenen LSBTTIQ-Gemeinschaft ausgegrenzt sind. Wie oft sagen wir LSB und fertig. Wir müssen für die laufen, die nicht laufen dürfen. Das ist es, warum wir mitlaufen müssen. Dass wir mit denen da sind. Das klingt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schön und so einfach wie, lasst uns Fest feiern, weil es ist so wunderbar, wenn Geschwister friedlich beieinander laufen sind. Es ist nicht einfach. Aber es ist letztendlich etwas, was wir in unserer Haltung tun können. Was wir in unserem Nachdenken tun können, was wir tun können, indem wir jetzt diese Predigt hören und uns klar machen, was ist mehr als dieses kleine Häuflein, das da mitläuft und eben dabei ist und eine von 99 sind. Ich glaube, es ist gut, dass wir in der Mitte dieser Tour laufen. Wir laufen beinahe genau in der Mitte dieser Parade. Und ich glaube, genau da gehören wir hin. In die Mitte derer, die am Rande stehen. Dass wir denen Ort und Zeit und Gegenwart und Identität geben können. Dass wir zeigen können, ihr seid da. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was Troy Perry getan hat. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Begegnungen mit Troy Perry, an denjenigen, der unsere Kirche gegründet hat. Troy ist ein ganz spannender Mensch. Troy ist jemand, der sich ganz gut Gesichter merken kann und Geschichten, aber keine Namen. Na? Namen sind schon ein Brauch. Also ich glaube, der findet seinen eigenen Namen. Deswegen hat er angefangen, jeden, den er trifft, mit Gorgeous zu bezeichnen. Hi Gorgeous. Gorgeous heißt gut aussehender, super gut aussehender. Ja? Das fanden natürlich die ganzen Schwulen immer ganz, ganz toll. Wenn da jemand kam und Treu war, wirklich in seiner Jugend war ein richtig gut aussehender Mann. Und wenn dann irgend so ein gut aussehender Mann auf dich zukommt und sagt, hi, gorgeous. Oh, hallo, gut aussehender. Das hat uns alle immer gefallen. Das hat einen Guto. Weil ganz lang hat man den Schwulen, das ist jetzt eine schwule Geschichte, ich weiß, aber hat man den Schwulen erzählt, ihr seid irgendwie Aussätzige, ihr seid Abschaum, ihr gehört nicht dazu. Und da kam dann dieser Pfarrer und sagt, hallo du Gutaussehender. Ich weiß, ich habe es nicht immer so gemeint, aber es war egal. Es war Gutes zu hören. Und wenn man ihm dann ein bisschen länger zugehört hat, dann hat er erzählt, dass Gott uns genauso sieht. Dass Gott eben auch, hallo Gutaussehende, hallo, schön dich zu sehen, sagt. Hallo, ich freue mich, dass du da bist, sagt. Hallo, ihr dürft da sein, sagt. Ich glaube, in die Mitte dieser Parade am nächsten Samstag müssen wir mitlaufen und zu den Menschen sagen, hallo, ihr Gutaussehenden, hallo, ihr Wunderbaren, hallo, ihr Geliebten Gottes, hallo, ihr, zu denen Gott sagt, schön, dass du da bist, schön, dass ihr mitlauft. Ja.
Wir müssen es sagen als Kirche, weil sonst niemand sieht. Oder kaum niemand. Weil es zu wenig gesagt wird. Weil es sonst immer heißt, ja, wenn du jung und nackig bist und die richtige Kleider trägst und die richtige Musik hörst und wenn du zu uns dazu passt, dann ist toll. Nein. Gott sagt zu jedem von uns, schön, dass du da bist. Denn es ist wunderbar, dass Geschwister friedlich miteinander leben. Und erinnert euch daran, wie gut es geschehen ist. Erinnert euch daran, wie schwer es geschehen ist. Weil dann dürft ihr wissen, wer ihr seid. Und ihr seid geliebte Kinder Gottes. Als die Kirche begann, so nachdem Paulus dann gestorben war und nachdem aus dieser Handvoll Nachfolger Jesu größere Gruppen geworden sind, da war es genau das, was die Menschen angesprochen hat. Aus dieser kleinen Gruppe wurde eine Gemeinschaft von Ausgestoßenen. Die ersten, die tatsächlich dazugekommen sind, waren die Sklaven, die Tagelöhner, die Unterdrückten, die Schäfer aus der Weihnachtsgeschichte, also die draußen auf den Feldern saßen und nach nasse Schaf krochen hätten, die nicht dazu passt haben in die feine Gesellschaft. Und zu denen sagte diese junge Gruppe, die dann die Kirche werden soll, zu euch sagt Jesus, ihr seid meine Geschwister, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, komm her, wir wollen miteinander Fest feiern, weil es ist wunderbar, wenn Geschwister lieblich miteinander wohnen. Wir fragen nicht, ob du groß oder klein bist, ob du reich bist, was du uns bringst, welchen Nutzen du hast, sondern wir rufen dich, wir sagen dir, wir freuen uns, dass du ein Geschwisterkind bist, weil Gott dich liebt und weil Jesus Christus zu uns gesagt hat, geht hin zu den Menschen, wo auch immer sie sind, und ladet sie ein an diese Festtafel Gottes. Und die Menschen haben darauf reagiert. Ich glaube, das Gleiche müssen wir auch wieder tun, im CSD und darüber hinaus. Diese Kleingruppe wurde dann schnell eine große Gruppe. Und wir hören das in der biblischen Geschichte. Und ganz ehrlich, ich habe nicht die Hoffnung, dass das halt auch so einfach Gott. Ja? Aber ich glaube, die Leute müssen es hören und auch lauter hören, als sie es sonst gehört haben, weil es keiner mehr sagt und sie es eigentlich nicht mehr glauben können. Die Heike hat vorher gesagt, lasst uns wieder Flyer verteilen, damit vielleicht 2 oder 3 Leute mehr hierher kommen. Ganz ehrlich, wenn 2 oder 3 kommen, dann haben wir einen richtigen Erfolg gehabt. Ja, dann haben wir einen richtig Erfolg gehabt. Aber es geht gar nicht um die 2 oder 3, die hierher kommen, sondern um die vielen, die Botschaft hören und in denen so ein kleiner Samenkorn, so ein kleines Lichtlein anfängt zu leuchten, das sagt, wow, vielleicht bin ich doch geliebt. Wow, vielleicht bin ich doch nicht einfach nur der komische, seltsame, der nirgends dazugehört, sondern vielleicht darf ich da aus der Mitte der Liebe Gottes heraus, in der Mitte dieser Gesellschaft derer, die ganz anders sind und anders feiern, geliebt sein. Es kommt mir auf diese Samenkörner an, die wir in die Menschen hineinlegen. Das ist Mission heute. Es kommt mir auf diese kleinen Lichtlein an, die wir anzünden in den Menschen, dass die einen Moment heller haben, als sie sonst haben. Das ist Verkündigung der Liebe Gottes heute. Wenn wir das tun, dann schaffen wir es. Wenn wir freudig mitlaufen und sagen, wir sind die Geschwister, wir erinnern, wir mahnen, wir feiern, wir sind mitten unter euch, und erzählen immer wieder, du bist geliebt, du bist wunderbar, dann ist es das, was wir tun sollen als Kirche in diesem Regenbogen. Dann ist es dieses kleine Schiff, das über den Regenbogen fährt und den Menschen von der Liebe Gottes erzählt. Wenn wir das schaffen, dann dürfen wir von diesem Traum, den der Psalmist singt, ein klein wenig real werden lassen. Ihr habt es gemerkt, ich bin von einem Traum
über einen ziemlich anstrengenden Weg und eine Frage, wo sind wir und warum machen wir es und wie schwer es ist, ja? Und dass vielleicht bloß einer kommt, wieder zu diesem Traum gekommen. Wie lieblich ist es, wenn wir friedlich und schön miteinander leben. Das ist das, was so schwierig ist. Was es manchmal auch so anstrengend macht. Ja? Wo es dann so einfach ist, sich anzupassen, nicht sichtbar zu sein, wegzuducken, sich auch der Erinnerung nicht zu stellen und den schweren Momenten, sondern wo wir aus diesem Traum heraus eben da sein müssen. Wir werden als Gemeinde, als Christinnen und Christen immer wieder hier sein, bei denen, die da mit uns, und weil wir Teil von ihnen sind, wir mit ihnen feiern. Ich hätte gerne, dass wir eine ganze lange Reihe an Gemeinden wären, die da läuft. Dass wir als MCC mit unserer Tradition nur eine von vielen wären. Solange wir eine sind, braucht es uns. Solange wir diejenigen sind, die es immer wieder erzählen, erheben wir die Stimme Gottes auf dieser Parade. Erzählen wir, dass Jesus unser Bruder ist. Rufen wir die Leute in die Gemeinschaft der Geschwister und sagen wir ihnen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, so unterschiedlich wie sie sind. Helfen wir ihnen, wie im Kindergarten friedlich miteinander zu leben und zu spielen und Freude zu haben. Erzählen wir ihnen von der Liebe Gottes. Warum sind wir als Gemeinde dabei? Weil das unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Amen.